Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Mattner, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das toppen soll, diese nette Begrüßung. Ich werde das jetzt so machen und es ist auch in Ordnung, dass ich vorgezogen bin. Ich habe es gerade noch gut geschafft. Die A45 füllte sich. Die Brücken sind ja immer noch nicht ganz fertig, aber wir wollen heute nicht über Verkehrspolitik reden, für die ich ja auch zuständig bin, sondern wir reden über Wohnungsnot, die Sicht der Bundespolitik. Das ist sozusagen das, wozu ich zu Ihnen sprechen darf. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank auch nochmal für die Einladung zu diesem jährlichen Stiftungskongress, der, wie ich finde, ein außerordentlich gutes Timing beweist. Es ist am kommenden Samstag ein Jahr her, dass in Berlin der Wohngipfel der Bundesregierung stattfand. Gleichzeitig ist es der sogenannte Herbst der Entscheidung für diese große Koalition. In wenigen Wochen werden wir zur Halbzeit der Legislaturperiode unsere gemeinsame Arbeit bilanzieren. Und für mich als Sozialdemokrat wird natürlich auch eine entscheidende Frage sein: Was haben wir bei den großen sozialen Fragen unserer Zeit erreicht? Dazu gehört zuvorderst, können sich Ihre Menschen eigentlich ihre Wohnungen noch leisten? Für mich ist klar, da jeder Mensch irgendwo wohnen muss, muss Wohnen auch für alle bezahlbar sein. Wenn überall in Deutschland in den vergangenen Jahren Menschen gegen, ich zitiere, Ende von Verdrängung und Mietenwahnsinn demonstrieren, und wir in Berlin eine aufgeheizte Debatte um Mietendeckel und Enteignung von großen Wohnungsbaugesellschaften erleben, dann wissen wir, dass dieser Wunsch, nämlich dass Wohnen für alle bezahlbar ist, sich nicht in der Realität und auf den Kontoauszügen aller Menschen widerspiegelt. Und wer sich diese Proteste angeschaut hat, der hat gesehen, hier demonstriert nicht der schwarze Block, sondern er demonstriert die Mitte der Gesellschaft, jung und alt, Familien und Singles, Krankenpfleger, Lehrerinnen, Rentner. Und das zeigt, unser Wohnungsmarkt ist in Schieflage geraten und wir müssen an dieser Stelle die Explosion der Mietpreisentwicklung stoppen. Dieser Kongress ist eine gute Gelegenheit, um über Wege aus der Wohnungsnot zu diskutieren und ich werde versuchen, mich auf die Bundessicht zu konzentrieren, wohl wissend, dass ohne die Länder in vielen wichtigen Bereichen nichts entschieden werden kann und die konkreten Entscheidungen für oder gegen einen Neubau in den meisten Fällen vor Ort in den Kommunen getroffen werden. Aber natürlich müssen wir im Bund bei einem solchen existenziellen Grundbedürfnis Verantwortung übernehmen und gutes Zusammenleben aktiv gestalten. Es ist umsonst eines der zentralen Kapitel, zum Beispiel in den Wahlprogrammen auch meiner Partei. Wir nehmen die Sorgen der Mieterinnen und Mieter sehr ernst und haben deshalb nicht erst in dieser Legislaturperiode wichtige Verschärfungen im Mietrecht errungen, die sicherlich nicht bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der heutigen Veranstaltung zu Jubelschreien führen werden. Worum wir uns aber in der Halle hoffentlich alle einig sind, ist, dass die betroffenen Mieterinnen und Mieter wirklich Angst haben. Angst, aus den eigenen vier Wänden und ihrem angestammten Vierteln verdrängt zu werden. Angst, dass die nächste Lebensphase einen Umzug nach sich zieht und Angst, dass der nächste Umzug zum Armutsrisiko wird. All das macht Wohnen in der Tat zur sozialen Frage und Mietpreise zu den neuen Mauern in unseren Städten. An ihnen entlang sortiert sich unsere Gesellschaft in sozioökonomische Linien. Unsere vielfältigen Quartiere verwandeln sich in soziale Monokulturen. Sie untergraben Lebensqualität, die aus Durchmischung, Vielfalt und Experimentierräumen entsteht. In Großstädten machen sich inzwischen 40% der Anwohnerinnen und Anwohner Sorgen, ob sie sich in 5 Jahren noch angemessenen Wohnraum in ihrem Viertel leisten können. Besonders betroffen natürlich geringverdienende Rentnerinnen und Rentner und vor allen Dingen auch junge Familien. Wer sich keine Wohnung in der Stadt mehr leisten kann, muss pendeln. Heute Morgen haben sich fast 13 Millionen Pendlerinnen und Pendler in ihr Auto, in den Bus oder die Bahn gesetzt und sind zu ihrem Arbeitsplatz gependelt. Das stresst, kostet Geld und vor allen Dingen eins, es kostet Zeit. Dabei macht es einen großen Unterschied, ob man in der Innenstadt lebt und in einer Viertelstunde im Büro ist oder ob man jeden Tag eine Dreiviertelstunde hin, eine Dreiviertelstunde zurückpendeln muss. Zeitfragen sind eben auch Verteilungsfragen. Es geht darum, die Verhältnisse so zu verbessern, dass alle davon profitieren. Einerseits müssen Pendlerinnen und Pendler flächendeckend mit Bus und Bahn schnell zu bezahlbaren Preisen unterwegs sein können. Andererseits müssen wir die Menschen auch vor Verdrängungen schützen, damit sie gar nicht erst zum Pendeln gezwungen werden. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind uns alle einig, dass wir jetzt eine schnelle und nachhaltige Entspannung auf den Wohnungsmärkten brauchen. Und das ist das Ziel. Und am Erreichen dieses Ziels müssen sich die Mittel auch messen lassen. Artikel 15 des Grundgesetzes erlaubt Enteignungen ausdrücklich.
Die Frage lautet aber ganz pragmatisch: Was hilft und was hilft nicht? Und genau da habe ich bei Enteignung meine Zweifel, denn sie sind teuer, eine Entschädigung wäre notwendig und sie sorgen eben nicht dafür, dass neue Wohnungen entstehen und den Wohnungsmarkt damit auch nachhaltig entlastet wird. Es gibt andere und es gibt bessere Wege und genau dafür setzen wir uns ein. Wir haben als SPD-Bundestagsfraktion einen klaren Plan, wie wir es schaffen, eine Trendwende auf dem Wohnungsmarkt hinzubekommen. Das heißt erstens mehr bauen. Wir haben die Zahlen gerade gesehen, 285.000 neue Wohnungen, obwohl jährlich ca. 350.000 bis 400.000 Wohnungen entstehen müssten, um die große Nachfrage zu decken. Es müssen also mehr und vor allen Dingen schneller bezahlbare Wohnungen gebaut werden. Dieser Missstand kann nur durch eine gemeinsame Anstrengung der öffentlichen Hand und der Wohnungswirtschaft beseitigt werden. Ziel ist es, dass adäquate und bezahlbare Wohnungen für alle Menschen überall in diesem Land gibt. Die Große Koalition hat auch deswegen den Baubereich zu einem ihrer Investitionsschwerpunkte gemacht. In dieser Legislaturperiode gibt das Bundesministerium des Inneren, Bau und Heimat für den Baubereich alleine 16 Milliarden Euro aus. Wir lösen damit viele weitere Milliarden zusätzliche Investitionen durch Länder, Kommunen und Privatwirtschaft aus. Das gilt übrigens nicht nur für den Baubereich. Noch nie hat übrigens eine Bundesregierung jemals so viel investiert wie wir. Bis zum Jahre 2023 nehmen wir insgesamt 158 Milliarden Euro in die Hand und verstetigen damit auch die Investitionen auf einem hohen Niveau. Und wir schaffen damit vor allen Dingen auch Planungssicherheit, denn gerade die ist für die Baubranche von überragender Bedeutung. Wir erwarten aber natürlich auch gleichzeitig, dass auch Sie die Verantwortung übernehmen, Kapazitäten ausbauen, Fachkräfte ausbilden und einstellen, dass in moderne Technologien und Innovation investiert wird, zum Beispiel natürlich im Bereich serielles, aber auch modulares Bauen. Auch Bund, Länder und Kommunen müssen personell auf die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt reagieren und wieder mehr Personal in Bau- und Planungsämtern aufbauen, die in den vergangenen 25 Jahren doch stark ausgedünnt wurden. Dabei können zum Beispiel Entwicklungsgesellschaften auf regionaler oder Landesebene in meinen Augen einen wichtigen Beitrag leisten. Die öffentliche Hand kann zu einer Baubeschleunigung beitragen, indem sie das Vergaberecht vereinfacht, die konsequente Digitalisierung planungsrechtlicher und bauaufsichtlicher Verfahren betreibt und vor allen Dingen Bauland mobilisiert. Der Staat muss Neubau auch dadurch ankurbeln, dass Unternehmen dabei unterstützt werden, wenn sie Verantwortung für ihre Mitarbeiterinnen übernehmen und ihnen bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen. Es ist gut, dass das Bundesfinanzministerium im Jahressteuergesetz 2019 Verbesserungen vorgenommen hat und die Bereitstellung von Werkswohnungen mit bezahlbaren Mieten eben nicht mehr als Steuervorteil behandelt. Auch der Bund selbst muss mehr Verantwortung für seine Bundesbediensteten übernehmen. Die Wohnungsfürsorge muss auch da weiter ausgebaut werden. Die Bundesregierung hat sich beim Wohnungsbau ein klares Ziel gesetzt. Bis zum Jahre 2021 sollen insgesamt 1,5 Millionen neue Wohnungen gebaut werden. Das ist, ich weiß, ambitioniert, aber ich finde, es ist auch machbar und dafür müssen wir uns dann auch und daran müssen wir dann uns auch messen lassen und natürlich auch den zuständigen Bundesbauminister. Zweitens, wir müssen mehr bezahlbare Wohnungen bauen. Das Mantra bauen, bauen, bauen ist richtig, aber es muss auch wirklich in allen Preissegmenten gebaut werden. Durch den Ausbau von Dachwohnungen und den Bau von Luxus-Apartments, also dem Bereich, in den gerade unheimlich viel Geld vom Kapitalmärkten fließt, erweitert sich das Angebot auf dem Wohnungsmarkt für Mittel- und Geringverdiener nur sehr gering, allen Theorien zum Sicherungseffekt zum Trotz. Und deswegen ist es wichtig, dass gerade auch im preiswerten Mietsegment mehr gebaut wird. Das ist für mich auch eine der Prioritäten. Und wir gehen mit dem öffentlichen Wohnungsbau entschlossen voran. Dafür haben wir im letzten Jahr das Grundgesetz geändert, damit die Länder bei der sozialen Wohnraumförderung auch weiter vom Bund unterstützt werden können. Andernfalls wäre an der Stelle nämlich Schluss gewesen. In den Jahren 2020 und 2021 investieren wir dafür 2 Milliarden Euro und ich gehe auch davon aus, dass die Länder, jetzt ist die Kollegin noch nicht da, dass die Länder nochmal die gleiche Summe auch nochmal drauflegen werden. Für bezahlbaren Wohnraum ist das ein wichtiger Hebel, zumal die Kommunen jetzt deutlich vergünstigte BIMA-Grundstücke erwerben können, wenn sie den für den sozialen Wohnungsbau nutzen. Und dafür hat sich auch der Bundesfinanzminister erfolgreich eingesetzt aus seiner Hamburger Erfahrung und dafür bin ich ihm auch wirklich sehr, sehr dankbar. Wir wollen, dass alle Menschen, die sich Marktmieten nicht leisten können oder aus anderen Gründen vom privaten Mietmarkt ausgeschlossen sind, Zugang zu öffentlich geförderten Wohnraum mit langfristiger Mietbindung haben.
Und dafür brauchen wir einen soliden Bestand an Sozialwohnungen. Aber auch gemeinwohlorientierte Wohnungsunternehmen leisten hier natürlich einen wichtigen Beitrag und brauchen am Ende auch Unterstützung durch die öffentliche Hand. Unser Wunsch ist, was einmal öffentlich geförderter Wohnraum ist, muss es auch langfristig bleiben. Drittens wollen wir die Position der Mieterinnen und Mieter stärken. Seit Anfang des Jahres ist zum Beispiel das Mietrechtsanpassungsgesetz in Kraft, das die Modernisierungsumlage auf 8% senkt und gleichzeitig eine Kappungsgrenze einführt. Ich glaube, das war richtig. Und als nächstes werden wir die Betrachtungszeitraum für ortsübliche Vergleichsmieten von 4 auf 6 Jahren verlängern. Und was wir auch noch tun werden, ist die Mietpreisbremse bis 2025 zu verlängern. Und was gerade für eine schnelle Entlastung der Haushalte mit geringen Einkommen wichtig ist, wir erhöhen das Wohngeld ab 2020 und passen es dann, und das ist wirklich wichtig, alle 2 Jahre an die Entwicklung der Einkommens- und Mietpreise an. Für die Berechtigten, das sage ich hier auch mal ganz deutlich, ist das ein Riesenfortschritt. Klar ist aber auch, Wohngeld ist kein Allheilmittel, wie mir das dann immer wieder von den Kolleginnen und Kollegen der FDP erklärt wird. Aber Wohngeld hilft, Menschen schnell und vor allen Dingen zielgenau zu entlasten. Und ja, wir müssen auch die Möglichkeiten einschränken, Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umzuwandeln. In Berlin wurden zum Beispiel zwischen 2012 und 2017 über 74.000 Wohnungen umgewandelt. In den meisten Fällen heißt das, Mieterinnen und Mieter werden aus ihren Wohnungen verdrängt, sei es dadurch, dass die Mieten erhöht werden oder weil wegen Eigenbedarf gekündigt wird. Und deswegen ist es gut, dass wir auch in Berlin unseren Koalitionspartner davon überzeugen konnten, noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf auf den Weg zu bringen, der dieses Problem eindämmt. Und es wäre in meinen Augen noch ein Riesenerfolg, wenn wir auch noch den Missbrauch bei Eigenbedarfskündigung schärfer ahnden können. Warum können wir nicht ein Gesetz, zum Beispiel einen abschließenden Katalog der zulässigen Eigenbedarfskündigung auflisten, der auf enge Verwandte und die eigene Nutzung durch Vermieterinnen und Vermieter als Wohnraum beschränkt ist? Und warum können wir eigentlich nicht über rechtssichere Wege sicherstellen, dass die Person, die Eigenbedarf anmeldet, auch tatsächlich über einen längeren Zeitraum einzieht? Ich glaube, auch die Immobilienwirtschaft hat ein Interesse daran, dass hier der Staat im Kampf gegen den Missbrauch gestärkt wird. Viertens, gehen wir das Problem des Baulandmangels an. Das ist ja oft der Flaschenhals, der den Wohnungsbau in unserem Land auch ausbremst. Die Baulandkommission beim Bundesinnenministerium, beim Bundesbauministerium hat ja unter unserer Mitwirkung Anfang Juli auch wichtige Weichen für schnellere Baulandmobilisierung und für eine soziale Bodenpolitik gestellt. Künftig wird die öffentliche Hand hier wieder mehr Einfluss nehmen können. Die Entwicklung unserer Städte, lebendiger Städte, können wir nicht allein dem Markt überlassen. Stadtentwicklung ist die originäre Aufgabe der Städte und Gemeinden, gemeinsam mit den Menschen, die dort leben und auch arbeiten. Und sie müssen sagen können, was mit dem Boden passiert. Ob gebaut wird und wenn ja, was und für wen. Ich stimme Hans-Jochen Vogel zu, der mir und vielleicht auch dem einen oder anderen hier im Raum des Öfteren schreibt und schon seit längerem fordert, dass die Kommunen vermehrt auf Erbbaurecht setzen sollten, anstatt ihren Boden an Dritte zu veräußern. Wir brauchen einen gestaltungswilligen und auch einen handlungsfähigen Staat. Die Stärkung auch der kommunalen Handlungsfähigkeit wird bei der anstehenden Baugesetzbuchnovelle eine zentrale Rolle spielen. Und ich möchte in diesem Zusammenhang auch, dass wir die Spekulation mit Grund und Boden eindämmen und möglichst verhindern. Denn klar ist, auf teurem Boden wird trotz aller Anstrengungen kaum günstiger Wohnraum entstehen. Und deshalb brauchen wir an dieser Stelle eine Trendwende in der Bodenpolitik. Für schnelleres Bauen brauchen wir mehr Baugenehmigungen. Gleichzeitig haben wir jedes Jahr aber einen hohen Überhang an Baugenehmigungen im Vergleich zu den Baufertigstellungen. Sicherlich, und das will ich gar nicht bestreiten, ist das in vielen Fällen dem Fachkräfte- und Kapazitätsmangel in der Bauwirtschaft geschuldet. Doch dahinter stecken mit großer Wahrscheinlichkeit auch einige schwarze Schafe, die Baugenehmigungen nur deshalb beantragen, um das Bauland im Anschluss mit einem saftigen Spekulationsgewinn zu verkaufen. Ein Punkt, der mir bei der anstehenden Baugesetzbuchnovelle daher besonders wichtig ist, ist die Schärfung des Baugebotes, sodass es bei baureifen, brachliegenden Flächen auch besser eingesetzt werden kann. Und ich glaube, dass wir damit auch die Spekulation mit Grund und Boden verhindern werden. Sehr geehrte Damen und Herren, fünftens müssen wir deutlich mehr Transparenz auf dem Wohnungsmarkt schaffen. Der Immobilienmarkt ist zu einem, das haben wir auch gerade gesehen, zu einem der Hauptschauplätze der Globalisierung der Finanzmärkte geworden. Immer mehr Vermieterinnen und Vermieter
Oftmals internationale Finanzinvestorinnen und Finanzinvestoren haben ihren Sitz im Ausland. Kontaktaufnahme oder im Ernstfall auch mal gerichtliche Auseinandersetzungen werden oft erschwert, weil bestimmte Vermieter ihren Firmensitz von einem Steuerparadies in andere verlegen. Die mangelnde Transparenz ermöglicht es Kriminellen außerdem, Milliarden mit Immobilien in Deutschland zu waschen. Auch dies befeuert den Anstieg von Immobilienpreisen. Wir brauchen deshalb deutlich mehr Transparenz auf dem deutschen Immobilienmarkt. Für Mieterinnen und Mieter muss jederzeit transparent sein, wem ihre Wohnung gehört und wie sie zu ihren Vermieterinnen und Vermietern Kontakt aufnehmen können. Immobilieneigentümerinnen und Eigentümer, auch internationale Investoren, die in Deutschland Wohnungen vermieten, sollten verpflichtet werden, eine ladungsfähige Anschrift in Deutschland anzugeben. Und etwas weiter gedacht, warum können wir eigentlich nicht ein digitales Mieterfassungssystem einführen? Warum können nicht die Meldebehörden künftig bei jeder Anmeldung einer Wohnung automatisch alle Neuvertragsmieten erfassen? Bestehende Mietverträge könnten den Behörden freiwillig durch eine der beiden Vertragsparteien gemeldet werden können. Auf längere Sicht ließe sich so auf diese Weise Mietspiegel automatisch und rechtssicher erstellen. Und ich glaube, auch die Wohnungswirtschaft würde von diesen rechtssicheren Mietspiegeln profitieren. Sechstens ist es richtig und wichtig, Menschen den Weg in ihre eigenen vier Wände zu erleichtern. Ziel von Politik sollte es sein, jedem zu ermöglichen, so zu leben, wie er oder sie es möchte, ob in der Stadt oder auf dem Land, in einer Mietwohnung oder in den eigenen vier Wänden. Und viele Menschen träumen von den eigenen vier Wänden, sei es, um die Sicherheit zu haben, langfristig in ihrem gewohnten Umfeld zu bleiben oder eben für das Alter vorzusorgen. Das von der Bundesregierung eingeführte Baukindergeld ist, auch wenn ich es am Anfang sehr kritisch gesehen habe, eine Erfolgsgeschichte. Es unterstützt junge Familien überall in Deutschland, wenn sie in die eigenen vier Wände ziehen wollen. Seit das Programm gestartet ist, haben schon mehr als 100.000 Familien Baukindergeld beantragt. Ein weiterer Baustein ist die weitere Entlastung von Käuferinnen und Käufern bei den Erwerbsnebenkosten. Deswegen ist es ein großer Erfolg, dass sich hier auch die Koalition vor einigen Wochen darauf geeinigt hat, dass künftig Käuferinnen und Käufer einer Immobilie maximal die Hälfte der Maklerkosten tragen müssen, wenn sie die Maklerinnen oder Makler eben nicht beauftragt haben. Bei der derzeitigen Zinslagen halten wir auch eine dritte Variante der Eigentumsförderung für denkbar, und zwar die Förderung von Mietkauf. Hier könnte der Staat die für ihn gute Zinslage ausnutzen und als Sicherheit an die Bürgerinnen und Bürger zurückgeben. Bei jungen und einkommensschwachen Haushalten, die über kein nennenswertes Eigenkapital verfügen, könnte der Staat in Vorleistung treten und den Bau von Eigentumswohnungen beauftragen und finanzieren. Die Käuferinnen und Käufer erwerben diese Wohnung dann sukzessive über laufende Zahlungen an den Staat, die vergleichbar sind mit monatlichen Mietzahlungen. Das wäre auch eine neue Eigentumsförderung für breite Teile der Gesellschaft, die vielleicht gut verdienen, aber eben kaum Eigenkapital einbringen und so auch Vermögen für die Altersvorsorge aufbauen könnten. Und siebtens, und damit komme ich zum letzten Punkt, wir brauchen attraktive ländliche Räume. Während die großen Städte immer weiter wachsen, schrumpfen in vielen ländlichen Gemeinden und kleinen und mittleren Städten die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner. Teilweise, weil immer mehr Menschen sich bewusst für ein Leben in der Stadt entscheiden, teilweise aber auch, weil in den ländlichen Regionen an der für gleichwertige Lebensverhältnisse notwendigen Infrastruktur mangelt. Dabei muss uns bewusst sein, alle, die den ländlichen Raum verlassen, erhöhen den Druck auf dem Wohnungsmarkt in den Städten. Daher müssen wir die Lebensqualität in ländlichen Regionen erhalten und verbessern. Wir brauchen gleiche Chancen für Dörfer und für Städte. Und ich glaube, die Städtebauförderung leistet dabei einen sehr wichtigen Beitrag. Sie sorgt eben nicht nur für eine gute bauliche Entwicklung unserer Kommunen und ihrer Quartiere, sie ist auch ein unverzichtbarer Beitrag für eine gute Lebensqualität, für sozialen Zusammenhalt und lebendige Nachbarschaften. Und bei der Städtebauförderung haben wir in der vergangenen Legislaturperiode die Mittel verdoppelt. Und was auch wichtig ist, wir halten sie auch weiterhin auf diesem hohen Niveau. Ein wichtiger Faktor, um das Leben auf dem Land zukunftsfähig zu gestalten, ist sicherlich auch, ob es eben am Ende an jeder Milchkanne schnelles Internet gibt oder nicht. Dazu gehört auch die Versorgung mit sozialer, medizinischer und Bildungsinfrastruktur. Und auch das muss absolute Priorität haben. Klar ist ja, man kann jeden Euro nur einmal ausgeben. Mitunter, glaube ich, kann man mit einem Euro auf dem Land präventiv manchmal mehr ausrichten, als man mit einem Euro bei Wohnungsnot in den Großstädten noch bewirken kann. Und dafür müssen wir auch, und das ist ja auch deutlich geworden, gerade die Stadt-Umland-Kooperation und vor allem die interkommunale Kooperation noch besser unterstützen.
Und genau das ist der Punkt. Und wir befinden uns ja jetzt auch, das ist gerade angesprochen worden, in den entscheidenden Wochen für den Klimaschutz. Dazu gehört im Baubereich neben der Herausforderung der energetischen Sanierung, ich bin übrigens dieses Mal sehr optimistisch, was die steuerliche Förderung, jetzt lachen schon einige hier in der ersten Reihe, was die steuerliche Förderung anbelangt, und natürlich die Beschaffenheit und Ausgestattung der Wohngebäude, auch die Frage, wie wir am Ende Natur schützen und Flächenfraß verhindern. Denn das ist ein Aspekt, der doppelt wichtig ist. Aus Naturschutz und aus Stadtentwicklungsgründen. Denn insbesondere im ländlichen Raum müssen Ortskerne lebendig gehalten und Leerstand auch bekämpft werden. Eine verstärkte Neubautätigkeit am Stadtrand und der grünen Wiese lässt Infrastruktur und auch soziale Räume in Ortskernen veröden. Und darauf werden wir auch in der aktuellen Baugesetzbuchnovelle achten. Meine Damen und Herren, ich bin überzeugt, dass wir auf diese Weise die richtigen Impulse zur Entspannung des Wohnungsmarktes setzen können, damit Wohnen auch in Zukunft auch wirklich für alle bezahlbar ist. Aber ich bin auch überzeugt, bis all diese Maßnahmen wirken, wird es etwas Zeit brauchen. Leider können wir nicht in jedem Bereich in der einen Sekunde ein Gesetz verabschieden und Fördermittel bewilligen und in der nächsten Sekunde ist auf der anderen Seite das Problem gelöst. Und Zeit ist etwas, was viele Mieterinnen und Mieter gerade nicht haben. Und deswegen meine ich auch, meinen wir auch, dass der Mietmarkt eine Verschnaufspause braucht, und zwar dort, wo der Mietmarkt extrem belastet ist. Und deswegen ist unser Vorschlag auch immer wieder der Mietenstopp, nicht der Deckel, sondern der Mietenstopp. Das heißt, am Ende geht es um einen Mieterhöhungsstopp. Das heißt, für uns in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten dürfen die Mieten für 5 Jahre nur in Höhe der Inflation steigen. Modernisierung bleiben da im Rahmen der abgesenkten Modernisierungsanlage unberührt und nach 5 Jahren schauen wir uns dann die Mietsituation erneut an. Ich weiß, dass gerade hier einige im Raum kräftig schlucken, aber zur Ehrlichkeit gehört auch für viele im Raum, die auf Bauwirtschaft oder Vermieterseite repräsentieren, der Wohnungsmarkt war auch in den letzten Jahren eine gute Einnahmequelle. Und für viele da draußen, die Wohnungen mieten, galt es in den letzten Jahren, das Haushalts- oder Urlaubsgeld nach unten anzupassen, weil die Mieten nach oben gingen. Und wir müssen uns, glaube ich, alle bewegen, wenn wir den Zusammenhalt in der Gesellschaft verbessern wollen. Politik alleine wird es nicht richten können. Auch die Wirtschaft und die Bewohner und Bewohner von größeren Städten müssen am Ende aufeinander zugehen. Wir brauchen einen gesellschaftlichen Konsens, dass am Ende mehr für bezahlbares Wohnen getan werden muss. Und das heißt übrigens auch, nicht jedes Neubauprojekt reflexartig zu verteufeln. Not in my backyard hilft uns nicht weiter, den dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Ich bin sicher, dass auch der heutige Kongress dazu viele gute Ideen beigetragen und viele diskutiert werden und am Ende sicherlich auch gerade in den Kaffeepausen das eine oder andere noch miteinander besprochen wird. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir in einem guten, auch in einem konstruktiven Austausch bleiben. Meine Unterstützung haben Sie in jedem Fall bei allen Vorschlägen, die das Gemeinwohl stärken und lebendige Städte und Dörfer befördern. Ich wünsche Ihnen einen guten Kongress, eine gute Tagung. Vielen Dank.